Eine riesengroße Grube, ein ganzes Areal als Baustelle. Mehr ist die Frankfurter Altstadt noch nicht. Sie soll ja neu gemacht werden, diese Altstadt. Und um diese neue, nachgebaute alte Stadt wurde jahrelang gezackert. Jetzt soll es losgehen mit dem Bau der insgesamt 35 Altstadthäuser. Beim Stadthaus allerdings, das am meisten umstritten ist, weil es zwischen kleinere Häuser gezwängt wird und den Blick zum Dom verbaut. Da hat sich die Stadt durchgesetzt, da ist man schon weiter. Heute wurde Richtfest gefeiert. Froh versammelte Richtfestgäste, lasst grüßen euch aufs Allerbeste. Und hört nach altem Brauchtum an, vom Gerüste hoch den Zimmermann. Glas zerschmettere im Grunde, geweiht sei dieses Haus zur Stunde. Groß ist es und nah am Dom, das Stadthaus. Auch eingerüstet sind die Dimensionen gut zu erkennen. Es füllt komplett den Platz zwischen Dom und Kunsthalle Schirn. Groß war auch der Kraftakt für dieses Haus der Stadt, das vielfach wegen seiner Dimension und seiner Nähe zum Dom kritisiert wurde. Die Erleichterung darüber, dass es nun steht, war bei Prominenz und Verantwortlichen deutlich zu merken. Das Projekt Stadthaus ist eins, was die ganze Stadt bewegt. Riesige Diskussionen ausgelöst hat, aber ich glaube, jetzt sind alle halbwegs zufrieden. Ja, der Kraftakt, der läuft noch eine Zeit lang. Also das bedeutet für uns zumindest mal, dass wir den ersten Eckpfeiler jetzt eingeschlagen haben und dass man jetzt auch wirklich sieht, dass die Altstadt entsteht. Klein dagegen die Grundrisse der Häuser, die Ende des Monats hier draufgebaut werden. Insgesamt 35 Stück. Sie sollen genau an den Stellen stehen, an denen auch 1944 vor den Luftangriffen schon Häuser standen. Von 15 Gebäuden weiß man noch genau, wie sie aussahen. Deshalb kann man sie rekonstruieren. Die anderen 20, hier blau, werden neu gebaut, aber mit strengen Auflagen, so dass sie sich in die Altstadt einpassen. In der Animation der Bauherrin sieht das dann so aus. Bis zum 28. Oktober können sich noch Interessenten für die Wohnungen in den Neubauten melden. Die Resonanz war sehr, sehr gut. Also wir haben, wir werden jetzt die Wohnung über ein Losverfahren verkaufen, um da möglichst fair und transparent zu sein, einfach weil die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot. Aber groß auch die Kontroverse um die Frage, ob überhaupt und wenn ja, wie viele Häuser rekonstruiert werden dürfen. Der geringste Anteil wird historisch rekonstruiert. Wir würden gerne zumindest das Herzstück von Frankfurt, wo die Kaiser jahrhundertelang gezogen sind, zwischen Dom und Römer, historisch rekonstruieren als Ensemble, was durchaus machbar ist. Aber es wird leider nicht in der Diskussion berücksichtigt. Klein ist der Abstand zwischen Schirn und Stadthaus. Viele Arbeitsräume in der Schirn werden dadurch verschattet. Auch darüber ist nicht jeder glücklich. Aber so eng wie jetzt waren die Gassen in der Altstadt damals auch. Grund für die enormen Ausmaße des Stadthauses ist auch der archäologische Garten. Die karolingischen und römischen Reste der Stadt, jetzt sicher verpackt, sollen zukünftig überbaut und für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein. Insgesamt ist die Altstadtbebauung mit 20 Architekten, 35 kleinen Häusern auf engstem Raum mitten in der Stadt eine ganz schön knifflige Sache. Grund genug für ein Gläschen Sekt heute. Wenn alles so weitergeht, soll die neue Altstadt Ende 2017 fertig sein.